gegen 7 Uhr an einem sehr warmen Sommerabend in den Seoni-Bergen erwachte Vater Wolf, gähnte, reckte sich und streckte seine Pfoten eine nach der anderen, um das Schlafgefühl loszuwerden. Neben ihm lag Mutter Wolf, die lange graue Nase quer über die 4 winselnden und quarrenden Jungen gestreckt, und von draußen schien der Mond in die Höhle, in der sie alle hausten. Ah, knurrte Vater Wolf, schon wieder Zeit, auf die Jagd zu gehen. Gerade wollte er den Hang hinabspringen, als am Eingang der Höhle ein kleiner Schatten mit buschiger Rute erschien und winselte. Glück sei mit dir, o Herr der Wölfe, und viel Glück deinen edlen Kindern. Weiße, starke Zähne sollen ihnen wachsen. Der Schakal war es, Tabaki, der Schüsselnecker. Shere Khan der Große hat sein Jagdrevier verlegt. Hier in diesen Hügeln wird er jagen, so sagte er mir selbst. Verlangen, was mir gehört. Shere Khan ist es, der mit dir spricht. Das Tigersgebrüll erfüllte die Höhle mit rollendem Donner. Heraus, oder ich schwör's, ich werde immer in euren Gründen jagen. Es ist ein Menschenjunges und ich hasse es. Mehr als die Hälfte des Rudels heulte. Ein Mensch ist er, zum Menschenpack gehe er, wo er hingehört. Jetzt kommt es ganz auf dich an, sagte Bagheera zu Mowgli. Uns bleibt nur der Kampf. Mowgli stand aufrecht, den Feuertopf in den Händen. Hört jetzt, ihr da, rief er.